Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-off zur Kaderplanung für Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf steht ja aktuell in der zweiten Bundesliga auf Tabellenplatz 4. Man ist gerade mal einen Punkt weg vom Relegationsplatz 3 und hat damit tatsächlich alle Chancen, in die Bundesliga zurückzukehren. Denn zudem hat man eben auch nur sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei, also selbst das ist in den nächsten Wochen noch möglich zu erreichen. Und ich traue es Düsseldorf auch tatsächlich zu, denn der Kader hat eine hohe individuelle Qualität. In der Kaderbreite wurde im Winter noch mal ein bisschen was gemacht und damit hat die Mannschaft von Daniel Thune schon alle Möglichkeiten. Ich finde deswegen auch den Blick mal sehr interessant darauf, wie sich denn der Kader zur kommenden Saison verändert. Es gibt natürlich dann die zwei Szenarien: Entweder Aufstieg oder nicht. Und in beiden Fällen, wird sich der Kader auf jeden Fall ändern. Weil es ja aktuell ganz gut ausschaut, dass man auf jeden Fall die Top 3 noch angreifen wird, plane ich heute mal Düsseldorfs Kader für das Szenario Aufstieg. Welche Spieler könnten dann gehen? Welche müssen vielleicht doch gehen? Wiederum, wo kann man vielleicht zuschlagen? Welche Transfers könnten Sinn ergeben? Es geht hier nicht um konkrete Transfervorschläge, sondern um grundsätzliche Kaderplanung und genau das machen wir jetzt für Fortuna Düsseldorf. Mittlerweile sind wir hier auf Kickoff bei der dritten Folge der diesjährigen Kaderplanung. In den vergangenen Jahren war das Format ja auch aber schon jedes Jahr immer gleich aufgebaut. Wir schauen uns jede Position einzeln an, gucken dort auf die möglichen Abgänge und dem, wie man potenziell aufgestellt sein sollte. Legen wir also los auf der teutop und dort haben wir ja einmal hier von links nach rechts aufgelistet Florian Kastenmeier, Karol Nimzjetschke und Dennis Gorka. Legen wir los mit der Personalie Florian Kastenmeier, denn er ist ja bei der Fortuna die klare Nummer 1. Er stand in der zweiten Bundesliga, jedes Mal in der Startelf, zeigt für in Summe wirklich gute Leistungen. Und ich denke mal, dass Düsseldorf mit der Entwicklung auch von Kastenmeier zufrieden ist. Mittlerweile auch ein wichtiger Führungsspieler bei der Mannschaft. Und sollte somit der Aufstieg gelingen, wird sich sicherlich auch Kastenmeier freuen dürfen, Bundesliga zu spielen. Denn ich gehe stark davon aus dass Kastenmeier auch dann Düsseldorfs Nummer 1 sein wird. Mit Karol Niemczykki, ich hoffe ich spreche ihn halbwegs richtig aus, hat man sich ja im vergangenen Sommer eine neue Nummer 2 geholt. Man hat sich auch durchaus bewusst dafür entschieden, einen etwas jüngeren Herausforderer für Kastenmeier zu holen. Und der Pole ist sicherlich auch meiner Meinung nach ein wirklich guter Backup. Er hat auf jeden Fall Potenzial, sich mal zur Nummer 1 zu entwickeln. Im DFB-Pokal durfte bislang zweimal spielen. Im Grunde passt das auf jeden Fall erstmal und deswegen würde ich mit dem torhüter Duo auch Liga unabhängig genau so weiterplanen. Spannend wird es aber dann auf der Position dahinter. Denn Dennis Gorka ist ja ein Eigengewächs, den man schon auch zugetraut hat, mittelfristig vielleicht mal zumindest die Nummer 2 zu werden, aber sein Vertrag läuft nun aus. Er muss spielen, das ist in der zweiten Mannschaft auch nicht mehr möglich und deswegen steht, wie man hört, auch ein Wechsel bevor Dennis Gorka wird die Fortuna verlassen. Wenn man natürlich dann die Nummer 3 abgibt, braucht man auch eine neue Nummer 3 und auch das sollte dann im Sommer passieren. Hier würde ich vor allem auch beim Aufstieg eher auf einen erfahrenen Keeper zurückgreifen, der vielleicht auch schon die Bundesliga kennt und im Fall der Fälle auch mal im Kader stehen kann oder vielleicht im äußersten Notfall auch mal ins Tor rücken kann. Eine sehr schwierige Position müssen wir natürlich auch bei Düsseldorf besprechen und das ist die Innenverteidigung. Grundsätzlich hat Daniel Thun hier fünf Möglichkeiten, was sich erstmal auf jeden Fall wirklich gut anhört, aber das Verletzungspech zieht sich hier eben auch dann durch die komplette Saison. Wir haben den eigentlichen Kapitän André Hoffmann, wir haben Jordi de Weiss, Jamil Siebert, Tim Oberdorf und Joshua Kwashi. Blicken wir erstmal auf André Hoffmann. Er ist ja neben Marcel Sobotka der Führungsspieler dieser Mannschaft, der Kapitän dieser Mannschaft, hat aber bislang nur zehn Spiele absolvieren können in der zweiten Liga. Bei Düsseldorf hat man ja so ein bisschen die zwei Kritikpunkte in der Kaderplanung. Zum einen ist der Kader zu dünn. Das war auf einmal in der Hinrunde ein großes Problem. Zum anderen hat man eben auch einige Spieler, die immer wieder verletzungsbedingt raus sind. Und dazu zählt eben auch André Hoffmann. Er fehlt meist verletzt. Und deswegen finde ich, muss man hier schon die Frage stellen, wie kann man sich gut genug für die Bundesliga aufstellen, wenn der Aufstieg gelingt. Und dieses Szenario planen wir hier. Hoffmann wiederum hat aber noch Vertrag, bleibt somit an Bord und trotzdem würde ich ihn jetzt nicht zwingen, als unangefochtenen Stammspieler einplanen. Jordi De Weiss ist ja dann ein erfahrener Innenverteidiger, der so ein bisschen auch dann den Laden hinten zusammenhalten soll. Er ist ein wirklich starker Innenverteidiger, der auch größtenteils gesetzt ist und für mich auch jemand ist, der in Liga 1 auf jeden Fall mithelfen kann. Jamil Siebert war ja zuletzt verliehen an Viktoria Köln, hat sich dort wirklich gut entwickelt und spielt nun seine erste so richtige Profisaison in Düsseldorf. Und da zeigt auf jeden Fall echt gute Leistungen. Ich mag Siebert extrem als Spielertypen und da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial da. Ich glaube, Siebert sieht sich auch mittelfristig in der Bundesliga. Die Fortuna ist sein Verein, also das passt optimal zusammen. Siebert und Düsseldorf können dann in der kommenden Saison gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Tim Oberdorf ist ja dann der flexibelste, einsetzbarste Abwehrspieler, den Düsseldorf im Kader so hat. Er ist nominell Innenverteidiger, der aber auch genauso gut auf den beiden Außenverteidigerpositionen spielen kann. Und damit ist er auf jeden Fall ein guter und wertvoller Backup für Tune. Er nimmt doch diese Rolle durchaus an, egal auf welcher Position er spielt. Er meckert nicht, er bringt seine Leistung und das macht ihn eben auch dann wertvoll für die Bundesliga. Und weil man eben in der Hinrunde ein solches Verletzungspech hatte, teilweise hatte man nur zwei fitte Innenverteidiger, hat man im Winter hier nochmal mit Joshua Quashi nachgelegt. Er wurde ausgedehnt von der TSG Hoffenheim, weil eben zuletzt auch viele verletzt haben, da direkt mal einige Spiele absolviert. Sich nun aber auch selber verletzt. Insgesamt steht, finde ich, aktueller Zwischenfazit auf jeden Fall, dass das Quaschi und Düsseldorf eine gute Geschichte ist. Das passt auf jeden Fall ganz gut zusammen. Er hat schon gute Spiele absolviert und seine Laie läuft ja auch noch bis 2025. Also auch er bleibt hier in unserer Planung erstmal an Bord. Das heißt, wir hätten auch für die Bundesliga die genau gleichen fünf Innenverteidiger wie aktuell in der zweiten Liga und damit gibt es hier keine Abgänge. Und trotzdem würde ich die Position noch nicht ganz abhaken, denn ich habe hier tatsächlich auch nochmal nach einem möglichen Neuzugang gesucht oder anders gesagt, würde ich danach suchen. Also in meiner Kaderplanung hätte auch die Innenverteidigung eine gewisse Planstelle, wo ich schon auch nochmal ganz genau überlegen würde. Trotz der Quantität, ob ich da vielleicht nochmal eine etwas höhere individuelle Quantität bekommen kann für den Fall des bundesliga aufstieges Denn mir wäre es zu unsicher, mit Hoffmann als unangefochten Stammspieler zu planen. Siebert, Quaschi werden natürlich auch Entwicklungsschritte gehen, aber natürlich auch damit Leistungsschwankungen haben. De Weiss hat es in der zweiten Liga gut gemacht. Oberdorf ist eher einer für die Kaderbreite, also wenn ich dann die Option hätte, dann würde ich sogar nochmal einen sechsten Innenverteidiger hinzuholen, wäre bedingt durch das Verletzungspech auch durchaus eine vorbeugende Maßnahme, die sicherlich nicht so verkehrt wäre. Interessant zu besprechen ist auf jeden Fall dann auch die Position der Außenverteidiger, rechts hinten sowie links hinten, denn dort haben wir ja aktuell nominell Matthias Zimmermann, wir haben Takashi Uchino, Nikola Gavori und Emanuel Iowa. Blicken wir erstmal auf Zimmermann, der natürlich als rechter Verteidiger ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist. Er ist Stammspieler und wurde ja auch während der Hinrunde dann teilweise schmerzlich vermisst, als er verletzungsbedingt ausgefallen ist. Insgesamt für mich auf jeden Fall Zimmermann ein wirklich starker Rechtsverteidiger. Problem ist allerdings hier, dass sein Vertrag ausläuft. Es gibt bislang noch keine Einigung, die Verhandlungen laufen und trotzdem glaube ich schon daran, erst recht bei einem Bundesliga-Aufstieg, dass man sich einigen wird und Matthias Zimmermann damit auch an Bord bleibt. Somit hätten wir hier schon mal die erste Personalie geklärt. Dahinter haben wir ja dann Takashi Ochino als seinen nominell ersten Ersatz, der auch mittlerweile in der zweiten Bundesliga ein paar Spiele gemacht hat. Da ist aber auch, Ucino ist ein junger Spieler, der regelmäßige Einsatzzeiten braucht und deswegen macht meiner Meinung nach eigentlich sogar liga-unabhängig, also selbst im Zweitliga-Verbleib eine Ausleihe von Ucino am meisten Sinn. Dann ist aber natürlich auch logisch, dass wir eine offene Baustelle haben. Das ist dann die des rechten Verteidigers. Und hier würde ich dann jemanden holen, der das Potenzial hat, dir schon jetzt in der Bundesliga zu helfen, aber auch eher noch entwicklungsfähig ist als ein guter Ersatz für Zimmermann. Denn deutlich interessanter wird es dann auf der linkseitigen Position. Hier haben wir Nicola Gavori, der in 19 Zweitligaspielen gute vier Tore vorbereiten konnte. Er ist größtenteils gesetzt und zeigt für mich auf jeden Fall solide Leistungen. Er hat mal wirklich gute Spiele mit dabei, da mal ein paar Spiele mit dabei, wo er nicht ganz so stark ist. Aber er ist auf jeden Fall einer, der sicherlich auch bleiben wird, auch hier unabhängig vom Saisonausgang. Emanuel Ejoa ist ja nominell Flügelspieler, weil er allerdings den Großteil der aktuellen Saison als Außenverteidiger gespielt hat, habe ich ihn jetzt auch hier mal mit beigepackt. Er ist sehr flexibel einsetzbar, er kann alle Außenbahnen spielen, defensiv wie offensiv, aber auch hier läuft sein Vertrag aus. Also man muss eine Einigung finden. Bereits im letzten Sommer gab es Interesse aus der Bundesliga und deswegen soll natürlich auch ior verlängern und ich glaube dass es auch für alle beteiligten das beste wäre das auch am ende zu fixieren. somit hätten wir natürlich dann nominell vier außenverteidiger aber auch hier sehe ich dann vor allem auch für die Bundesliga noch eine große Baustelle und das ist eben die Position des linken Verteidigers. Also hier würde ich tatsächlich dann noch mal nachlegen. Hier würde ich nämlich sogar dann eher nach einem Stammspieler suchen, Gavori dann eher als Ersatz einplanen und damit eben auch Immanuel Ior wieder eher in der Offensive einsetzen. Die höchste individuelle Qualität bringt meiner Meinung nach Düsseldorfs zentrales Mittelfeld mit, das ist schon unglaublich stark. Welche Spieler-Tune dort zur Verfügung hat. Wir haben hier Yannick Engelhardt, Marcel Sobotka, Isaac Bergmann, Johannesson, Aotanaka und Shinta Appelkamp. Natürlich gibt es auch noch junge Talente, wie zum Beispiel in der Innenverteidigung King Manu oder auch hier im Mittelfeld Suso und Bunk, weil aber allesamt noch nicht ganz so viele Einsätze haben, habe ich die jetzt erstmal in der nominellen Planung außen vor gelassen. Somit haben wir hier Fünf zentrale Mittelfeldspieler für meistens drei Positionen. Vor allem der Transfer von Yannick Engelhardt, finde ich, ist im letzten Sommer unglaublich gut gelungen. Ich mag ihn extrem als Spielertypen. Das ist ein richtig starker Sechser. Engelhardt hat auf jeden Fall auch das Potenzial für die Bundesliga. Ich glaube, da hat auch der SC Freiburg sein Ex-Club ein ganz genaues Auge drauf. Und deswegen, sollte man aufsteigen, wird er natürlich auch damit weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Marcel Sobotka ist ja neben André Hoffmann so ein bisschen der Kapitän dieser Mannschaft. Aber er fehlt verletzungsbedingt schon länger. Es ist grundsätzlich bei Marcel Sobotka schon auch längere Zeit der Fall, dass er eben diese Probleme hat mit den Verletzungen. Grundsätzlich auf jeden Fall mal ein solider Sechser. Bedingt durch die ganzen Rahmenbedingungen glaube ich nicht, dass man hier im Sommer irgendwie über einen Abgang sprechen wird. Somit bleibt Sobotka auch an Bord. Und trotzdem müssen wir hier aber dann auch noch mal über die Sechser-Position sprechen. Denn ich würde hier... Vor allem ihm auch dann in der Bundesliga tatsächlich nochmal nachlegen. Mir wäre es zu unsicher, nur mit Engelhardt zu planen, weil man eben auch nicht weiß, inwiefern Sobotka die Verletzungen in den Griff bekommt oder nicht. Und deswegen wäre ich hier auf jeden Fall unsicher wegen Sobotkas Körper und würde tatsächlich auch dann nochmal auf der Sechserposition nachlegen. Auf der Achterposition haben wir natürlich eine unglaubliche spielerische Qualität, vor allem auch durch Isaac Bergmann-Johannesson, auch da ein wirklich richtig, richtig guter Transfer. Er hat mehrere tolle Spiele schon absolviert, ich habe ihn einige Mal live gesehen und ich bin großer Fan von seinem Spielertyp und er hat natürlich auch das Potenzial für die Bundesliga. Die Kaufoption, die soll wohl für Düsseldorf bei circa 2 Millionen Euro liegen. Man hat natürlich auch noch durch das Pokal-Halbfinale weitere Einnahmen generiert, die so nicht zwingend eingeplant waren. Und trotzdem muss man eben auch dann bei solchen Spielern ganz klar überlegen. Denn selbst wenn Düsseldorf den Aufstieg schafft, bleibt es sicherlich so, dass man rein finanziell für den Kader nicht so viele Mittel hat wie vielleicht andere Vereine. Und trotzdem muss man Isaac Bergmann Johannesson fix machen. Für die Ablöse für 2 Millionen Euro, erst recht in der Bundesliga, kann er so oder so Düsseldorf weiterhelfen. Möglicherweise ist das eben auch dann möglich, weil AO Tanaka Geld in die Kassen spülen kann. Hier gibt es ja schon seit längerer Zeit immer wieder Gerüchte, bereits im letzten Sommer. Gab es die Meldungen, Tanaka könnte gehen im Winter genauso? Er hat sich aber für den Verbleib entschieden und ist natürlich auch seitdem wieder in einer richtig guten Verfassung. Trotzdem ist und bleibt ein Wechsel bei ihm sehr wahrscheinlich und deswegen gehe ich davon aus, dass Tanaka geht. Vielleicht kann man auch das Geld dann ganz gut gebrauchen, um Johannesson fest zu verpflichten. Aber wenn natürlich dann auch Tanaka geht, braucht es auch hier auf der Achterposition einen Ersatz. Besser gesagt, finde ich auch dann ein Herausforderer für Johannesson. Ich glaube, dort könnte auch ein ablösefreier Deal beispielsweise ganz interessant sein. Shinta Appelkamp war ja zuletzt eher Joker, war dann wiederum aber auch ein bisschen verletzt gewesen, hat eine richtig gute Hinrunde gespielt und ich glaube schon, dass Shinta Appelkamp auch Bundesliga kann und somit auch hier an Bord bleibt. Aber der Kader muss breiter sein, der Kader muss besser aufgestellt werden in der Kaderbreite, sowohl beim Aufstieg als auch beim ja, nächsten Anlauf dann das möglicherweise zu schaffen und deswegen würde ich auch hier nochmal auf der 10 position eine weitere Option hinzuholen, sprich Tanaka als Startelfspieler mit zwei guten Backups auf der 10 und auf der 8 wiederum dann ausgleichen. Und wenn wir natürlich dann im Zentralmittelfeld von einer hohen individuellen Qualität reden, dann müssen wir das natürlich auch hier bei den Flügelspielern genauso machen. Vor allem natürlich durch Felix Klaus, erst recht aber durch Christos Zodis ergänzt dann eben noch durch Dennis ja, stremski Das sind nominell die drei Flügelspieler, plus natürlich dann noch, je nachdem wie man es meint, mit Emanuel Ejoa und plus Jona Nimic. Also auch hier hat Ju mittlerweile eine ganz gute Auswahl. Felix Klaus hat er bislang sieben Scorer geliefert, ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler und natürlich auch ein sehr erfahrener Spieler, der die erste Bundesliga bereits auch ganz gut kennt. Also Felix Klaus ist so oder so weit in eingeplant, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Deutlich schwieriger wird aber dann die Besprechung der Personalie Christos Zollis. Solis ist mich nämlich auch ein solcher leihdeal von dem bislang alle Seiten profitieren. Und auch wenn es natürlich schwer sein wird, um in den Sommer hinaus zu halten, dann bringt die jetzige Qualität von Solis, unabhängig nach hohen Kaufoption schon dem ganzen Team unglaublich viel. Er hat 19 Scorer bislang geliefert in der zweiten Bundesliga. Und ist ein absoluter Topspieler. Natürlich ist auch sein Anspruch in der ersten Liga zu spielen. Auch da gibt es ja bereits die ersten Gerüchte und mögliche Bundesliga-Interessenten. Wenn Düsseldorf nicht aufsteigt, dann halte ich einen Verbleib für nahezu ausgeschlossen. Dann könnte es zwar sein, dass man die Kaufoption von dann circa 3, 3,5 Millionen Euro zieht, um ihn etwas teurer weiterzuverkaufen. Sollte aber da natürlich der Aufstieg gelingen, dann wäre es unglaublich wichtig, einen solchen Unterschiedsspieler halten zu können. Problem ist, es ist dann eben die Kaufoption da, die höher liegt bei einem Aufstieg, so hört man zumindest, bei circa 5 Millionen Euro und das ist dann doch schon sehr viel Geld. Auch wenn Zollis im Abstiegskampf dann, im potenziellen Abstiegskampf der ersten Liga als Konterspieler vor allem auch wichtig werden kann, glaube ich nicht, dass das möglich sein wird, Zollis zu halten. Problem ist aber natürlich auch dann, wenn du einen solchen Spieler verlierst, brauchst du auch Ersatz und hier braucht es eben auch dann Stammspielerqualität. Du brauchst dann Unterschiedsspieler für die ersten Liga, im besten Fall eben einer, der günstiger zu haben ist als Zollis. Dennis Jastremski ist ja im letzten Sommer gekommen, für mich auf jeden Fall ein guter Backup mit guten Ansätzen, der, der vor allem auch mit seinem Tempo bei Führungen helfen kann, wenn du eben eher auf Konter gehst. Er ist wertvoll als Kaderspieler, bleibt das eben auch dann in der Bundesliga. Aber auch hier wäre dann ein weiterer Backup sinnvoll. Natürlich könnte man diesen Kaderplatz, dieses Fragezeichen auch mit Ejoa oder auch dem Neuzugang Tim Rossmann besetzen. Aber einen externen Neuzugang brauchst du auf jeden Fall auf den Flügeln, wenn Solis geht. Ansonsten ist es auch in der Kaderbreite dann schon mal deutlich besser. Zu guter Letzt bleibt natürlich noch die Stürmerposition übrig und da hat sich ja in den vergangenen zwei Transferperioden sehr viel getan mit Sommerneuzugang Vincent Vermey, mit den beiden Winterneuzugängen Marlon Mustafa und Christoph Daferner, plus natürlich auch noch mit Eigengewächs Jona Nimic. Blicken wir erstmal auf Vincent Vermey, der im letzten Sommer von Freiburg 2 gekommen ist. Er konnte bislang 9 Tore erzielen. Auch wenn die letzten Wochen für ihn nicht ganz so einfach waren. Denn da hat er nicht mehr wirklich getroffen. Das letzte Tor liegt schon einige Monate zurück. Und deswegen ja, gibt es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob Vermey möglicherweise seinen Stammplatz verlieren sollte. Oder vielleicht auch erstmal dann von der Bank auskommen müsste. Ich denke mal, Vermey ist auf jeden Fall für die kommende Saison eingeplant. Wenn man in der zweiten Liga bleibt, vielleicht sogar als Stammspieler. Wenn man aufsteigt, dann eher als Ersatz. Aber bleiben tut er, glaube ich, schon. Bei Marlon Mustafa ist das natürlich nochmal eine etwas andere Geschichte. Er wurde im Winter ausgeliehen mit einer Kaufoption, die soll wohl bei guten 500.000 Euro liegen. Und das ist natürlich erstmal ein Preis, wo man echt überlegen muss, ob man das macht oder nicht, weil das jetzt auch nicht eine allzu hohe Ablöse ist. Aber bislang ist eben Mustafa auch nur Joker. Es gibt nicht wenige Fans, die sagen, schmeiß ihn nochmal von Beginn an rein, der bringt nochmal ein kompletteres Paket mit im Vergleich zu Fermei und natürlich könnte man ihn damit auch halten. Ich glaube allerdings, dass er beim Bundesliga-Aufstieg tatsächlich sogar eher wieder gehen wird. Mit Christoph Daferner hat man ja auch dann nochmal eine zweite Winterleihe abschließen können für das Sturmzentrum. Und das war, finde ich, unterm Strich einfach eine günstige Lösung, um den Kader in der Breite nochmal ein bisschen besser aufzustellen. Daferner macht es okay, aber ich glaube nicht, dass er eine realistische Option sein wird, wenn Düsseldorf aufsteigen wird. Sprich, er wäre hier unser zweiter Abgang. Und ich würde diesen bei, diese beiden Abgänge plus auch den Verzicht von was Kaufoption dafür nutzen, vor allem eben auch dann Kaderplätze freizumachen für einen neuen Stammspieler im Sturmzentrum, womit eben dann Vincent Vermey eher als Backup dient. Jona Nimic ist natürlich dann Eigengewächs, was die nächsten Schritte gehen will. Er hat auch bislang in der zweiten Bundesliga gute Ansätze gezeigt, vor allem auch im Pokal. Erinnere ich mich da an das Spiel gegen Magdeburg? Eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt, ist flexibel einsetzbar, kann sowohl auf den Außen- als auch im Sturmzentrum agieren und logischerweise auch dann den nächsten Schritt machen. Also Jonah Nimic natürlich auch ganz klar eingeplant. Man bekommt aber hier ja auch im Sommer bereits schon einen fixen Neuzugang aus der Jugend von Mainz. Danny Schmidt hat man ja schon fix gemacht, wäre auf jeden Fall auch dann für die Kaderbreite eine ganz gute Option wenn man natürlich dann einen kaderplan für die nächste saison lohnt sich auch der blick auf die spiele die man verliehen hat wobei das in düsseldorf nur benjamin böckle ist. Denn der junge Linksverteidiger aus Österreich konnte sich ja in Düsseldorf selber noch nicht so wirklich durchsetzen. Deswegen hat man sich im letzten Sommer dafür entschieden, einen Schritt zurückzumachen und Böckle in die dritte Liga zu verleihen. Für ihn ging es zu Preuß münster und da hat er auf jeden Fall echt gute Leistungen gezeigt. Das Bittere ist, er fehlt seit ein paar Spielen verletzungsbedingt und deswegen ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie geht es über den Sommer hinaus weiter? Münster könnte ja sogar aufsteigen in die zweite Liga, ist auf jeden Fall noch möglich. Und für Böckle selber ist die Bundesliga und dafür planen wir hier auf jeden Fall noch ein Ticken zu groß. Wenn man in der zweiten Liga bleibt, dann könnte es schon sein, dass Böckle eine neue Chance bekommt. Wenn man aufsteigen sollte, glaube ich an eine erneute Laie. Dafür müsste man seinen Vertrag verlängern. Und dann wäre vielleicht auch, wenn Münster wiederum aufsteigen sollte, eine ja, Weiterleihe dahin auf jeden Fall ganz gut möglich. Und dann habe ich euch auch nochmal die Übersicht mitgebracht unserer Kaderplanung. Welche Spieler sind gegangen, das haben wir besprochen und jetzt auch nochmal in der Übersicht, wo müsste man dann auch nochmal nachlegen. Da wäre zum einen eben das Tor, aber auch nur in der Kaderbreite. Umso wichtiger wäre für mich tatsächlich die Verteidigung, wenn man aufsteigen sollte, was die Linksverteidigung angeht, plus auch nochmal eine gute Lösung für die Innenverteidigung zu finden. Rechts hinten würde ich eher einen jungen, guten Herausforderer holen für Zimmermann. Interessant wird es dann im Mittelfeld, denn dort hängt es logischerweise auch sehr viel davon ab, ob und wer geht. Beispielsweise Zollis, Johanneson oder eben auch Tanaka. Je nachdem, was da eben passiert, brauchst du Ersatz. Ich denke mal, dass man dort auch auf jeder Position noch mal nachlegen sollte, mit einem möglichen Stammspieler im zentralen mittelfeld plus auch einem möglichen Stammspieler auf dem linken Flügel. Ansonsten noch zwei, drei weitere Herausforderer. Apropos Stammspieler, den braucht sich sicherlich dann noch mal im Sturmzentrum, um einfach dort noch mal ein Ticken mehr Qualität reinzubekommen. Der Blick auf die mögliche Startelf lohnt sich natürlich dann auch nochmal von von Düsseldorf, denn genau so könnte die Fortuna in der Bundesliga aussehen. Wir im Tor Kastmeier als Nummer 1, Niminchiki als Nummer 2. Ich habe ihn jetzt glaube ich dreimal verschieden ausgesprochen, tut mir leid an der Stelle, plus eben dann eine neue Nummer 3. In der Viererkette, auf die er Daniel Thun meistens setzt, wäre dann für mich Zimmermann auf jeden Fall rechts hinten gesetzt mit einem neuen Ersatz. In der Innenverteidigung würde ich mich echt ein bisschen schwer tun, aber ich glaube, dass Jamil Siebert den Schritt in die Bundesliga auf jeden Fall gehen kann. Wir hätten dann Hoffmann und De Weiss als erfahrene Sofortlösungen, plus aber eben auch dann einen neuen Stamm in den Verteidiger. Quaschi und Oberdorf wären natürlich auch noch da. Links hinten würde ich auch noch einen Stammspieler holen, mit dann Gavori und Ijoa als Backups. Zentrales Mittelfeld bleibt eben dann in der Hand von Engelhardt und Johannesson, plus Sobotka und ein bis zwei Neuzugängen. Die Zehnerposition gehört dann wieder Schinter-Appelkamp, plus auch hier einen möglichen Neuzugang, genauso wie auf der linken Seite, als Ersatz für Zollis, Klaus ist auch gesetzt und natürlich hat man dann mit Nimic mit Ijoa Jastremski plus Neuzugang Grossmann mehrere Möglichkeiten. Sturmzentrum wäre auch nochmal so eine Position, wo man sicherlich was machen sollte. Femme wäre dann hier der erste Ersatz, plus Nimic plus Schmidt und wie gesagt, Eigengewächse wie King Manu, wie Suso, wie Bunk sind natürlich auch noch da und könnten in der Kaderbreite eine durchaus interessante Rolle spielen und damit war das jetzt mal meine sehr ausführliche kaderplanung für fortuna düsseldorf wo es wie gesagt nicht darum ging irgendwelche möglichen transferziele vorzuschlagen das macht man bald in fünf transfers für sondern grundsätzlich mal den kader durchzuplanen welche spieler bleiben an bord wenn man das und das szenario schafft in unserem falle die fußball bundesliga welche spieler könnten gehen und auf welchen positionen braucht es eben dann verstärkung? Eure Meinung dazu könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben, auch gerne weitere Vereine für das Format vorschlagen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.